Hey Leute, im heutigen Video haben wir endlich wieder Duo-Showdown in Mapmaker. Das bedeutet, ich werde zusammen heute mit Zuschauern in Duo-Showdown-Runden gehen. Heute läuft das Ganze wieder folgendermaßen. Ich mache gleich einen Club auf, da können 30 Leute dann für euch in den Club rein. Das heißt, wir werden heute zusammen mit zufälligen Zuschauern spielen. Und zwar gilt es wieder, ich muss heute mal endlich wieder eure Einladungen annehmen. Das bedeutet, ihr fragt an, ich muss annehmen, aber es gibt eine extra Regel. Ich kann nämlich heute ablehnen, aber wenn ich einen Spieler ablehne, dann muss ich eine Bestrafung machen, habe ich mir ausgedacht. Und zwar gibt es aktuell im Shop eine ganze Menge Angebote, und zwar muss ich jedes Mal, wenn ich einen Spieler ablehne, einen zufälligen Gegenstand aus dem Shop kaufen. Ja, das war so meine Idee. Das heißt, ich kann auch natürlich ein bisschen reintrollen und einfach mal so aus Spaß zwischendrin sagen, nö, ich habe jetzt Bock, einen Gegenstand aus dem Shop zu kaufen, und dann mache ich das halt. Oder ich lehne jemanden ab, weil ich ihn zu schlecht finde. Ist vielleicht ein bisschen assi, aber wir können alles Mögliche machen. Ist, glaube ich, ein ganz witziges Format. Und am Ende gilt wieder, wir müssen wieder öfters gewinnen als verlieren. Ansonsten gibt es am Ende noch eine Bestrafung. Ich denke, ein Megabox-Opening oder irgendwie Shop leer kaufen. Habe ich mir noch nicht ausgedacht. Werden wir dann schauen. Also auf jeden Fall, let's go. Euch viel Spaß mit dem Format. Und wir sind übrigens auf dem Free-to-Play-Account, also hier dürfen wir nichts kaufen, wir gehen dann halt immer auf andere Accounts. Und vielleicht kriegen wir auch den ersten Legendären endlich, ne? Uns fehlt immer noch der erste Legendäre. Let's go! Die erste Einladung, Lugge, mein Mods. Ich würde ihn jetzt ablehnen, aber er hat schon gedacht, dass ich ihn ablehnen würde, deswegen nehmen wir jetzt an, zu seiner Überraschung. Er ist außerdem kein schlechter Spieler. Oh nein, erste Runde, wir spawnen direkt in den Kisten drin. Oh je. Also Lugge, das ist ein zweiter Account auf jeden Fall. Der hat mehr... Oh, lol, Sekunde mal. Kriegen wir den? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Lugge ist tot, ich habe komplett gecarried. Oh, lol, die haben... Okay, wenn ich den Rico jetzt kriege... Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, Sekunde mal. Oh. Ich hab Schiss, ich muss jetzt echt aufpassen. Ah, den haben wir, glaube ich. Oh Gott, oh Gott. Lugge, wo bist du hin? Hallo. Jetzt aber, er hilft mir sehr gut. Jetzt, ich muss diesen Rico bekommen. Oh Gott, ich habe ihn bekommen. Das ist für eine dramatische erste Runde direkt. Hilfe. Okay, wir sind unsichtbar. Hilfe. Jawohl. Platz 1 in der ersten Runde direkt mit meinem Mod. Sehr schön. Okay, wir haben eine Runde mit meiner Freundin, Chat. Weil sie mir auch sonst auf die Nerven geht die ganze Zeit. So, okay, eine Runde mit meiner Freundin. Wenn wir verlieren, müssen wir ein Angebot kaufen, hatten wir gesagt. Komm. Oh nein, das ist Shelly und Dings. Sekunde. Ich glaube, zu zweit kriegen wir die hoffentlich. Oh, sehr gut. Das ist eine Shelly jetzt. Lass warten kurz. Wir müssen warten. Wenn die auf uns wartet, haben wir keine Chance. Okay. Wir müssen einfach eigentlich gleich rein, ne? Die warten auf uns. Okay, geh du zuerst und schieß dich mal an oder so. Hast du die Ulten, kannst du vielleicht gleich wegfliegen. Nice, gut. Aber ich bin jetzt tot. Nein, bitte nicht verkacken. Bitte, bitte, bitte. Mach was. Hol sie, hol sie, hol sie. Ein Schuss. Hast du mit Absicht gemacht? Nein. Doch. Nein. Ich brauch was. Wie gierig du bist. Soll ich, okay, was? Komm, du darfst ja uns im Shop aussuchen. Sekunde. Ich muss auf einen anderen Account, weil es mein Free-to-Play ist. Also, Megabox-Angebot haben wir. Wir haben... Nee, das wollen wir nicht. Du hast eigentlich dafür was aussuchen. Muss ich jetzt 15 Megaboxen öffnen? Ja. Ja, okay. Wie viel kostet das? Das kostet 300 Gems. Nee, das ist zu viel. Such dir was anderes aus. Ja, das geht klar. So. Muss ich direkt übertreiben. Du hast eigentlich dafür was aussuchen und dann darf ich mir nichts aussuchen. So, wie quer, immer quer, da kommt Jonas erstmal. Das ist viel zu teuer sonst. 7. Wenn ich was krieg, bin ich happy. Wenn ich nichts krieg, bin ich sehr sauer. Dann schiebe ich es auf dich. Dritte. Nee, ich krieg auch nichts. Perfekt. So, darf ich jetzt weitermachen? Okay. Die Map ist da. Wir haben... Oh, wir sind unsichtbar. Okay, das ist natürlich jetzt sehr, sehr random. Mal schauen. Bisher stehen wir 1-0. Die Runde mit meiner Freundin habe ich zwar nicht mitgezählt. Die war jetzt ein bisschen außerhalb vom Kontext. Ich gehe sogar rein, weil ich mache Flaschenschau. Oh, nee, kacke. Oh, da wollte ich nicht. Oh, Sekunde, Sekunde, Sekunde. Das kann jetzt krass werden, wenn der Bär mich jetzt... Oh mein Gott, der Bär carried. Der Bär muss es aber auch... Oh mein Gott, der Bär carried einfach. Der springt noch weiter in die Mitte, macht dort noch mehr Schaden. Der hielt uns noch. Junge, wie broken. Oh, der Mr. Peace instant down. Okay, wir müssen eigentlich zusammen mit den Bären jetzt direkt rein. Let's go. Oh, das ist so gut, das ist so gut, das ist so gut. Die sind instant down alle, oder? Ja. Junge, schaut euch diesen Bären an. Jetzt kriegen wir noch Heal-Pets in der Mitte. Oh mein Gott, was nur. Ja, das ist ein easy win. Oh, da ist noch Respawn. Nein, das ist nicht ernsthaft Respawn gerade. Sekunde. Das wäre jetzt so ein Witz gewesen, wenn er damit gewonnen hätte. Aber das heißt, auch die zweite Runde gewinnen wir. Nice, GG's. Okay, dritte Runde, mal schauen. Ich würde sagen, der muss es schon gut sein. Ansonsten lehnen wir ihn jetzt ab, sage ich mal. Mal schauen. LeCool. Boah, soll ich ihn jetzt annehmen oder nicht? Ich würde sagen, wenn wir ablehnen, dürfen wir Megabox-Opening machen. Der hat schon sehr oft mitgespielt. Tut mir leid, LeCool. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boah, der Shop ist so voll. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Gegenstände. Zahl von 1 bis 17 brauche ich. 14. Okay, wir müssen uns Bananita kaufen für 29.
25 Gems. Achso, nochmal Creator-Code eintragen, der ist ja nicht auf dem Account drauf. Ja, das ist eigentlich voll chillig. Pandanita ist ein nicer Skin. Ist schon ein nicer Skin. Le Cool nochmal. Alter, die hat mega Luck. Komm, nachdem wir jetzt gerade eben einmal abgelehnt haben, wollen wir jetzt ein zweites Mal nicht so asozial sein. 7600 Trophäen. Ist, glaube ich, ein zweiter Account von ihm, wenn ich mich nicht täusche. Wir schauen mal ganz kurz rein. Ja, der 8er Trophäen mit Edgar, da sieht man es schon. Das ist safe ein zweiter Account. Das ist richtig krank. Wir nehmen mal Tick für Duo, das ist eigentlich immer ganz gut. Let's go. Die Map ist eigentlich ziemlich gut für Tick, weil die Map sehr offen ist. Also mal schauen, was wir damit zu machen können. Da ist noch ein... Oh. Können wir uns da einmischen? Oh mein Gott, wir können es richtig asozial einmischen, glaube ich. Ich kann jetzt halt reinspringen. Ist halt ein bisschen riskant. Ist halt jetzt sehr, sehr offen in der Mitte, aber... Ja, doch. Die Ulti war absolut lost auch hier von ihm. Ah, da ist ein Gast, der ist bestimmt richtig gut, so wie ich ihn einschätze. Ich kann es natürlich versuchen, ein paar Cubes abzustauben. Mit ein bisschen Glück kriegt vielleicht unser Mate ein paar Cubes auch ab. Oh, die Shelly rasiert jetzt alles weg, kacke. Vielleicht können wir irgendwas machen. Unser Mate ist zurück. Wir treffen auch ganz gut. Jetzt hol die Cubes doch in der Mitte. Hey, Digga, das sind so viele Cubes gewesen. Wieso holst du die nicht? Egal, den anderen Mate. Jetzt hole ich die Cubes. Oh Gott, nein. Nein. Oh, was soll ich machen? Was soll ich machen? Oh mein Gott. Pass auf, was du machst. Geh raus. Das war nichts. Das war gar nichts. Er geht aber... Oh, er kommt... Oh, er kommt noch raus. Er kommt noch raus. Aber war sehr knapp. Wir können reinjumpen. Also eigentlich ist alles entspannt. Ich jump jetzt schon mal rein. Auch wenn es dumm ist. Jetzt kommt Nita ausgerechnet mit dem Bär und geht auf uns. Ja, moin. Aber der ist instant down. Das ist wichtig. Okay, jetzt. Komm, wir müssen diesen Gast vor allem rausnehmen. Ich glaube, der ist gefährlich. Sehr gut. Und jetzt... Alter. Easy. Platz 1. Damit stehen wir insgesamt 4-1 bisher. Kann man nichts sagen. Sehr geil. Wir machen es mal ein bisschen special-mäßiger. Ich darf mir die Leute, also ich muss entweder annehmen direkt oder ich darf mir den aussuchen. Wenn ich ihn aber aussuche, dann muss ich eben eine Sache im Shop kaufen. Machen wir es mal eher so. Das ist vielleicht ein bisschen cooler auch. Pfeffer und Salz. Ja, komm, ich wollte ihn eigentlich zuerst ablehnen, aber den Namen finde ich originell. Lasst vielleicht nur Platz 1 wieder als Sieg zählen oder dass es ein bisschen spannender ist, würde ich sagen. Dann steht es bisher schon mal 3-2. Okay, wir sind drin in der Runde mit Pfeffer und Salz. Ich wollte eigentlich mir den erst aussuchen, aber ich meine, den Namen fand ich eh ganz witzig. Mal schauen. Oh mein Gott, okay. Das ist ganz schön knapp. Ich glaube, ja, sehr geil. Ich dachte mir, Crow ist auch ganz geil zum Zuschauen. Ich mag Crow sehr als Brawler. Kann die ganze Distanz bleiben, einfach die Gegner vergiften. Ne? Das ist schon sehr, sehr nice. Und vor allem mit dem Skin in Verbindung. Das ist schon eine geile Kombi. Wir müssen Platz 1 werden. Ansonsten zählt als Loose, hatten wir gesagt. Ich habe auch das Schildgear mitgenommen. Das haben die ganz schön genervt. Also ich hoffe, wir... Oh, das ist schon wieder Instant-Tot. Perfekt. Also ich hoffe... Hä? Haben die Range von Poco gebufft? Oder wieso hat er mich gekillt? Jetzt vielleicht. Ja. Sehr geil. Die Sally wird auf jeden Fall vom Dings noch sterben. Das ist gut für uns. Oh, ich würde mich jetzt halt gerne irgendwie einmischen. Ich habe halt meine Ult. Die will ich jetzt aber auch nicht total random raushauen. Wo ist mein Mate überhaupt? Der läuft irgendwo ganz woanders rum. Okay, wir sind in Show. Das müssen wir noch Platz 1 schaffen. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich irgendwie... Oh, oh mein Gott. Das kann... Nee, der hat zu viel Leben. Der hat zu viel Leben. Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Ich heal erstmal. Ich gehe jetzt auf ihn schon mal drauf. Sehr schön. Und jetzt killen. Nein. Voll gedodged. Gut. Ja, wir haben es. Let's go. Der nächste Platz 1 ist 4-2 damit bisher. Nice. Mortis. Ja, nee, sorry. Ich mag Mortis nicht besonders. Okay, diese Runde dürfen wir uns aussuchen. Tut mir leid, ich lehne ab. Captain Shoyo, 23.000. Ja, also ganz ehrlich, finde ich, sieht cool aus. Auch das Profilbild finde ich sau cool. Der sieht mir kompetent aus. Okay, weil wir uns ausgesucht haben, müssen wir uns nur dann eine Sache im Shop wieder kaufen, als Bestrafung. 1 bis 16 brauchen wir. 9. Okay. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, Popcorn Rico müssen wir uns kaufen. Haben wir genug Gems? Ja, haben wir. Sehr nice, okay. Mal schauen, wie viel am Ende überhaupt noch übrig ist aus dem Shop, aber ich denke, es wird sich lohnen mit... Oh, der geht aber auf 785er Niveau. Ich nehme einfach Shelly, glaube ich, tatsächlich. Oh, er nimmt Power 1 Gas, okay. Da sollten wir vielleicht bessere Chancen haben, mal schauen. Oh je, kriegen wir den? Nee, oder? Doch, kriegen wir. Oh, die ist da hinten irgendwo. Okay, wir haben jetzt die Ult direkt bereit. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Wenn wir jetzt die... Oh mein Gott, der Gas war instant weg. Sehr schön. Habe ich halt die Ult ins Nichts gesetzt? Wieso habe ich keine weitere Ult jetzt direkt? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Wieso habe ich jetzt keine Ult aufgeladen direkt wieder? Weil eigentlich habe ich hier noch... Hä? Und habe ich noch eine Ult ins Nichts gesetzt danach. Perfekt. Ja, die Runde rasieren wir. Wir haben halt mega Luck gehabt, dass wir jetzt Shelly haben. Oh mein Gott. Und wir so eine Bushmap einfach bekommen haben. Wie geil. 13 Cubes. Jetzt bleiben wir am besten einfach im Busch. Haben unsere Ult geladen. Und boom. Nice. Ja, das war sehr, sehr lucky, dass es halt so eine Bushmap war. 5-2 damit. Es läuft bisher sehr, sehr gut. Mal schauen, ob wir den nächsten wieder annehmen. Hi, was geht? Ja, doch, den Namen finde ich originell. Den nehmen wir an. 7000 Trophäen hat er auf jeden Fall. Wir geben Mr. P meinen ersten 35er. Okay, auf geht's. Wir sind in der Runde drin. Mr. P und Penny. Ist aber nicht AFK, oder? Okay, nee, ist er nicht. Besser ist es auch, weil es sonst ultra asozial gewesen für mich. Ihr könnt auch gerne ein paar höhere Brawler nehmen, ne? Das ist ganz eure Entscheidung, was ihr nehmt. Aber ich glaube, sonst ist es auch fast ein bisschen zu leicht, wenn wir die ganze Zeit jetzt hier auf, keine Ahnung, wie viele Trophäen spielen. Okay, der Brock jumpt weg. Wir könnten es direkt nachgehen. Ja, den kriegen wir. Den kriegen wir safe. Oh, die Mitte ist übel. Nice. Sekunde mal.
Das sieht so ein bisschen aus wie Wasser, aber es sind eigentlich einfach nur Giftfolgen, die hingesetzt wurden. Das ist mega entspannt eigentlich. Und der Pinguin geht von jetzt auf die Suche. Also wenn wir da nicht Platz 1 werden, weiß ich eigentlich auch nicht. Das ist so entspannt jetzt für uns. Da können wir auch einmal drauf gehen. Die spinnen sich da. Ah ne, der spinnt sich nicht. Der war im Fight. Alter. Und Mr. P, wir haben auch irgendwie Luck gehabt. Die haben irgendwie auch alle die Kisten nicht geholt. Und das ist Platz 1. Alter, wir stehen 6 zu 2. Was ist los? Wir müssen es fast ein bisschen schwieriger machen. 24.000. Komm, wir haben jetzt so viele hohe angenommen. Ich will jetzt mal wieder ein Loan. Tut mir leid. Magic Boy, wir schauen mal. Wir gehen mal, weiß ich nicht. 25.000. Ich gehe mal ein richtig Loan. Ich will einen unter 5.000 jetzt. Tut mir leid, ich lehne es die meisten gerade mal ab. Gibt es überhaupt einen unter 5.000? Ich glaube, es geht gar nicht. Kann es sein? 1.000, Jo Jonas. Okay, wir müssen eigentlich eine Sache im Shop öffnen, weil wir uns ausgesucht haben. Zahl von 1 bis 14 brauche ich. 1, okay. Also ich frage mal meine Freundin, die hört das nur nicht, ne? Meine Freundin sagt mir immer die Nummern. Okay, 1 bedeutet, wir dürfen uns Gas kaufen. Stimmt, das ist eigentlich nice. Und damit haben wir einmal Gas. Den können wir eigentlich auch direkt spielen. Das ist jetzt nur Power 1, aber ist bestimmt witzig. Gas Power 1 direkt. Zusammen jetzt hier mit Jo Jonas auf 1000 Trophäen. Auf geht's. Oh je, wir sind alle unsichtbar. Nicht vergessen, ich bin Power 1 jetzt. Oh Gott, das ist eine Boxerin. Aber für diesen Modus könnte es sogar ganz geil werden, wenn wir jetzt hier uns immer wieder healen können. Wir müssen halt vor allem nur treffen. Treffen müssen wir auf jeden Fall. Das Schild ist doch jetzt übel broken in dem Modus, oder? Kriegen wir einen Full Shield dann? Wir müssen es aber gleich testen. Wir testen mal jetzt. Hä, ich krieg Heal dadurch. Nee, ich check's nicht so ganz. Nee, der Heal wurde durch den Angriff. Nee, das Schild schützen leider nicht vom Schaden. Oh, shit, mein Mate ist tot. Aber da oben ist noch noch zwei Cubes. Ich könnte auf ihn warten. Ich mach's lieber, komm. Wir warten auf ihn. Ich bin halt nur Power 1 und ich mach fast gar keinen Schaden. Aber durch diesen Heal, also dadurch, dass wir Dings sind, Lebensraub, ist es sogar relativ lucky für uns, ehrlich gesagt. Ich gebe der Shelly mal unser Schild. Okay, das war voll daneben, shit. Oh je. Jetzt wird's schwierig. Shelly macht eine gute Ult dafür. Den habe ich jetzt auch gefinisht. Sehr gut. Und jetzt kommt. Ja, Schild noch mitgenommen. Das ist Platz 1 sogar. Nice, Jonas. Gut gespielt mit Power 1. Wir hatten Glück, dass es Lebensraub war, weil dadurch konnten wir immer wieder Leben dazukriegen und unseren Power-1-Nachteil übel ausgleichen. Okay, Leute, komm, dann würde ich sagen, wir machen das als Entscheidungsrunde. Es ist die Frage, ob ich den direkt annehmen will oder nicht. Es sind 15 Runden insgesamt, ist eh eine ganz gute Zahl. Magic Boy. Sollen wir einfach direkt den ersten annehmen? Komm, wir lassen es einfach zu. Wir nehmen den letzten einfach nochmal an, gehen in die Runde und wenn wir jetzt gewinnen, haben wir es geschafft. Wir müssen es aber auch gewinnen. Ich nehme Shelly. Oh, wenn wir jetzt verkacken, bin ich richtig sauer. Es steht 7 zu 7. Okay, was geht da ab? Das sind einige Kisten in der Mitte. Wir versuchen direkt in die Mitte zu gehen. Wir haben auch Flächenschaden. Das kann gut werden. Das sind deine Mike, ist nicht so gut. Es war so klar, dass es jetzt auf uns geht. Ich kotz. Die brauchen jetzt die Kisten. Hallo? Du machst vielleicht. Edgar, du musst die Kisten holen. Das ist deine Aufgabe jetzt. Kisten, Kisten, Kisten. Ah, wir haben 4 Cubes bekommen. Sehr gut. Angst, wir sind krass unter Beschuss auch. Ich muss es auf jeden Fall abhauen. Dynamite, bitte mach jetzt nicht einen 31er. Oh, der ist so gefokust auf mich. Das ist ekelhaft. Aber er trifft mich halt zum Glück nicht, weil er schlecht ist. Oh, weg! Nein! Kill ihn, der hat 10 Cubes. Ja, hau ab jetzt. Mach irgendwas. Oh Gott. Die Bee, hol die Bee. Ja. Was ist das für eine letzte Runde? Wir müssen Platz 1 werden. Jetzt geh nicht in den Bau. Warte, bis ich respawne. Oh mein Gott. Er drückt Gadget und er holt ihn. Oh. Das war's. Wir haben einfach gewonnen. Ey, seid ehrlich, das war eine richtig geile letzte Runde. Okay, und dann würde ich sagen, kaufen wir uns TGs und alle, die mitgemacht haben, kaufen wir uns immer einen Gegenstand zum Ende. Okay, würde ich sagen, kaufen wir uns immer das kleine Megabox-Angebot einfach dann noch zumindest mal als kleine Belohnung. Okay, nochmal 4 Megaboxen. Vielleicht lagen wir nochmal rein, mal schauen. Nee, erste nichts. Zweite auch nichts. Nee, irgendwie gar nichts, ne? Nee. Leute, dann würde ich sagen, soviel zur heutigen Challenge. Wenn ihr wieder mehr Duo-Showdown-Challenges oder Browsers sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare und lasst mir mal gerne ein Abo da für weitere Folgen. Hier ist noch ein Abspann, da müsste dann wieder eine FIFA 23-Folge verlinkt sein von meinem Let's Play-Kanal. Wenn ihr da Bock habt, schaut gerne vorbei. Haut rein, bis zum nächsten Mal und jo, ciao.